Servus und willkommen zu einer neuen Folge von GT New Horizon. Ja, wie ihr seht, ich stehe gerade im Dungeon in Level 3. Denn wir haben schon jetzt ein bisschen mit der Baufolgen gehabt und Technikfolgen ein bisschen gehabt. Haben wir gedacht, naja, machen wir mal das nächste Level. Das wird jetzt zwar böse werden, vermute ich. Aber man muss ja auch mit unangenehmen Sachen mal arbeiten. So, ich habe auf jeden Fall mal meinen Hammer dabei, dass wir auch mal schnell was ausgraben können, weil wir müssen ja auch die Dungeons loswerden. Und ich bin gerade... Ich sehe gerade schon Obsidian. Haha. Und ich habe gelernt, Obsidian heißt, da ist der Enderman Spawner drin. Das heißt, wir müssen das auf jeden Fall schon mal dicht machen. Dass ich da nicht aus Versehen runtergezogen, gefallen oder sonst was werde. Aua. Danke. Ich muss zumachen. Ihr habt ja... Ich habe mal eine Umfrage gemacht, für die es noch nicht gesehen haben. Ich habe euch mal gefragt, was ihr sagt, wie ich das mit den Dungeons machen soll. Und ihr habt immer gesagt, levelweise. Au. So, ich muss jetzt mir nur überlegen, wie ich das insgesamt mache. Weil ich bräuchte jetzt eigentlich, Cycling. Ich müsste eigentlich meinen Zauberstab mit öffnen. Leveln. Weiß noch nicht wohin. Und erstmal dahin. So. Und immer schnell ausleuchten erstmal. Also auf jeden Fall den Hauptpfad. Aua, die haben mir gerade eine auf die Nase gehauen. So, aber das heißt irgendwo hier schon mal auf jeden Fall ein Spawner. Den haben wir schon mal entdeckt. Sei Dank, der ist platt. Muss jetzt halt immer schön brav aufpassen, wo die alle sind. Und diese Ebene muss ich richtig, richtig gut ausleuchten. Vor allem, wenn man hier alleine drin rumrennt. So, was ich auf jeden Fall mal mache, ich habe auch diesmal meinen Sand mitgenommen. Hui. Neben. So. Kommst du noch dahin? Der Motor kommt dahin. Kommt eine Fackel hin. So. Au. Alter, wie viel Leben hast denn du? Ja, und ich habe da eine Vermutung, dass das der Spawner ist. Dass der Spawner sozusagen, ja. Das alles fabriziert.
dass der aggressiver ist, wobei ich nicht weiß, wie das gehen soll, aber ist egal. So, wir machen jetzt hier mal einen Tausch. Dass wir jetzt dann hier alles weg haben. Aber wie gesagt, jetzt ab der dritten Ebene wird es auf jeden Fall viel, viel gefährlicher. Und ich muss ja auch gut raushauen, weil, wie gesagt, die Spawner ja einfach in der Wand sind. Und ich möchte nicht dann von hinten überrascht werden. Das brauchen wir nicht. Also darum kenne ich ja auch einige, die so eine Dungeons wirklich komplett ausgraben. Nur ist auch ein bisschen langweilig, ne? Au. Uiuiuiui. Hätte mir vielleicht so noch ein kleines Elixier mitnehmen sollen, dass ich mich wieder aufladen kann. Ah, weil der stand jetzt auf einmal hinter mir, ne? Der nette Kerl da. Mika. Hey, ich habe Mika gefunden. Cool. Haha. Ich hab's gewusst. Geh weg. Ich wusste, dass da noch irgendwo einer versteckt war. Aber wie gesagt, ne, wenn man jetzt dann weiß, ne, dass diese Steine hier diejenigen sind, die wo man wegmachen muss, kommt man auch ein bisschen voran. So, wir gehen jetzt auf jeden Fall mal die ersten Kisten zurücktransportieren, weil ich muss natürlich auch mich immer wieder entladen, weil da kriegt man ja so viel Schrott mit. Aber wobei, jetzt geht es dann auch langsam los, dass man auch mal vernünftige Sachen bekommt. Wie gesagt, lustig wird nur der Spawner da unten. Oh. Und ich weiß halt nicht, ob die auch noch die Spawner sozusagen von unten auch noch mit versorgt werden. Hier brauchen wir da Fackeln. Bei dem müssen wir komplett jetzt wegmachen. Ich bin gerade beim Überlegen, ob ich einen Eimer Wasser mir holen sollte. Weil Wasser hat natürlich den Vorteil, wenn man jetzt da drin steht und da ist ein Enderman. Ne, weil die können ja auch nach oben sich teleportieren. Ja, hat man wenigstens ein bisschen eine Chance, nicht sofort zu verrecken. Oh, ich reiße auf jeden Fall mindestens die Steine bis hier hinten ab. Ich gehe mindestens 3 rein. Aber schon, ich finde es schon wieder lustig. Du hast einen der seltensten Erze. Und was spawnt drin? Richtig, ein Dungeon. So, mein Bronze Rapier packe ich jetzt auch mal mit hier rein. Weil ich möchte natürlich nicht. Das meine ich, ne? Ich auf dich eigentlich schießen? Ja,
kann ich. In dem Sand geht das. Cool. Haben wir geschossen. Machen wir auch nicht oft, oder? Endermänner schießen. So, was ich jetzt auf jeden Fall auch noch machen muss, ist ausleuchten. So. Wenn aber hier ein Spawner ist, ne? Muss man auf jeden Fall aufpassen. Ach, schaut mal. Geheimgang. Habe ich noch nicht gewusst, dass es Geheimgänge gibt. Au! 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 Alter. Die mögen mich nicht. Ich bin doch so nett. Nein, du auch nicht. Geh weg. So, wir gehen erstmal hier weiter. Ja, und einer erwischt mich immer, ne? Alter! Gänsehaut! Alter, das wird so scheiße gefährlich hier. Durch diese Endermänner jetzt auch noch. Hallo? Okay, wenn du doof bist, mag ich das. Mag nur mehr Endermänner. Am Kopf bekommen. Hihi. Wir gehen gleich weiter. Ja, der Wahnsinn, es geht ja schon wieder los. Zu. Wir gehen hier lang. Bin mal gespannt, wann einer neben mir steht. Ihr merkt wieder, ich werde ruhiger. Bisschen concentrating. Ein bisschen Angst. Die erschrecken immer ein. Herbal Drink. Potion of Harming. Instant Damage. Gast hier. Ne, gelootet wird am Schluss. So. Aber hier schaut es mal so aus, als hätte ich Eat 8 Minuten lang. Potion of Swiftness. Auch eine Gast hier. Und ich höre es unten blubbern. So, wir gehen da lang. Erst ein Gang nach dem anderen. Gott sei Dank, nicht verwinkelt. Uah. Aua. Hab mich angezogen. Geh weg. Danke. Ja, habt ihr gesehen? Hab mich ausgeblasen. Das ist aber von der Decke jetzt gerade runtergefallen, ne? Die Sau. Ah.
gefunden. So, als erstes gehen wir jetzt aber hin. Nein, 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 geh weg! Au, 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 au! Ich hab dich erwischt. Es aussieht nicht. Jetzt wird's hier explosiv. Ja, ich hab dich erwischt, aber nicht oft genug. Alter. Vor allem, merkt ihr gerade, der schießt mir die ganze Zeit hier die Fackeln aus. Lustig ist. Erstmal auf die. Uah, aua. Alter, ich hasse diese Feuerdinger. Hab ich schon mal gesagt? Machen, einmauern. So. Und da ist wieder einer von oben runtergefallen. Hast das jetzt du? Oder ist hier noch einer? Das ist die Special Frage hier, ne? Es gleich wissen. Nö. Muss dann der Spawner gewesen sein hier. Ja, wir werden es gleich wissen. Ich mache jetzt erstmal hier alles noch auf. Ich das mal. Wobei, dann hätten wir eigentlich schon längst einen Arsch treten müssen. Aber ich traue diesen Dungeons nicht mehr. Die sind so hinterfotzig. Hier noch schön auswackeln. So, wir gehen jetzt mal zurück. Weil wir müssen ja jetzt schön brav das Graffel zurückbringen, was wir wieder alles eingesammelt haben. Ich habe auf jeden Fall einen Enderman Head. Mein erster. Und schon ist eine Kiste weg. Glückwunsch. So, wir gehen weiter. Wir gehen weiter. Jetzt machen wir erstmal sozusagen hier weiter. Eine Riesenhalle. Kenne ich auch noch nicht. Das heißt was. Ja, nicht so, dass ich das mein erster Dungeon ist, aber. Und dann, den Bereich hier habe ich noch nicht gesehen. Uai! Du spinnst auch. Kannst du mich nicht so erschrecken. Du sollst mir die Fackel geben und nicht mit dem Schwert da drauf rumeiern. So, Dungeon ist aus. Ist jetzt hier einfach nur runterfallen oder ist hier Treppe? Einfach nur runter. Ne, hier ist auch Treppe. Oh oh. Hier meine Kumpels. Hier. Ich jetzt halt nicht weiß, ob die schon alle, ob die schon frei sind. Das Schlimme ist, ich war so in der nächsten Ebene. Die habe ich noch nie richtig alleine ausgehoben. Ich bin noch nicht irre.
So. Ich habe es jetzt aber schon mal so weit vorbereitet, dass ich dann mal darunter, dass ich dann schon mal weiß, wo ich runter muss. Potion 2. Ja, klasse. Halt. Packe jetzt mal die Ecken auch noch mit aus. Ein paar Skelettenheads werde ich hier dann auch finden. Wie gesagt, was ich hier am schlimmsten finde, sind nicht mal die Skelette, sondern für mich sind die Spinnen die schlimmsten, weil die Spinnen halt die können halt einen vergiften. Und das über eine gute Zeit. Weil ich die gerade in den Mund genommen habe, ne? Den Namen. Alter, die war auf einmal hinter mir. Spinnst du? Ja, genau das meine ich. Noch 7 Sekunden Poison. Gott sei Dank, zweite Reihe. So, ich muss da hinten sofort dicht machen. Dass da keine Spinne mehr eine Chance hat. Oh, Alter! Und Feuer kann auch dazu, was mich nervt. Geh aus! So. Machen wir mal dicht. Machen wir hier dicht. Nicht, dass da so ein Anglerfuzzi kommt und meint, der muss mir mal zeigen, wie das nach unten geht. Brauchen wir nicht. Weil dann bin ich nämlich tot. Ja, und so macht man das zu, weil dann hat er Freude. Und tschüss. So. Wie schaut's eigentlich mit meiner Rüstung aus? Geht so. Super, jetzt ist da oben auch noch eine Höhle. Feuercreeper. Geh mal da weg. Wie gesagt, das Problem sind eigentlich diese Lücken nach unten und dann kommen halt noch diese Angler-Creeper, sind halt dann auch noch gefährliche, weil die ziehen halt einfach mal einen nach unten und schon Custer Katz. So. Ja, jetzt ist mein Problem, wenn jetzt natürlich dieser Teleport Creeper, dieser Ender Creeper, der ist natürlich jetzt kacke. Weil, wie gesagt, ich bin ja hier im Dunkeln und nicht am Tage. Kann es ganz schnell in die Büchse laufen. So, durchlaufen können sie zwar. Aber. So, und du bist ein Creeper-Spawner. Okay, dann kamst du von dem. I hope. Alter! Okay. Da war, glaube ich, eine Falle. Ich tippe mich mal nach Hause.
Das wäre jetzt ulkig. Habe ich noch Fackeln? Glaube nein. So. Das heißt, ich lasse jetzt mal ein paar Fackeln machen. Und dann geht's wieder zurück. Ich muss mal noch einen frischen Anzug anziehen. Das da. Und das da. Dass ich jetzt an meine Sachen wieder rankomme, ne? Weil das wäre sonst ärgerlich. So, 54 Fackeln habe ich dabei. Und wir gehen wieder zu meinem Dungeon. So, Level 1. Sozusagen die Basis. Halt. Ne, ich glaube, ich habe im Level 2 habe ich mein Schwert gelassen, ne? Nehmen wir mal sicherheitshalber noch das Schwert damit. Und ich nehme mal ein paar Blöcke mit. Muss Blöcke mitnehmen. Gebrochenen da. Klingt super. Kann jetzt wieder sein, dass es wieder Sterben hoch 5 wird. Ah, wo muss ich jetzt wieder hin? Sogar schon meine Tastatur ist knarzen an, um mich zu erschrecken. Hey, hör auf! Nee, ich will euch nicht. Noch was zum Essen mitnehmen. Ich habe noch keinen Huhn gegessen. Gut. Ja, da muss ich lang. Teppich. So, jetzt habe ich noch mein Rapier einstecken. Ja, gehe ich auch gleich auf mein Rapier. Da kann ich ein bisschen schneller schlagen und ich kann mich zurück, kann zurückhoppeln. Alter, da hinten schaut leicht böse aus. Ja, gewonnen. So. So, der Dungeon ist wieder da. Ja, jetzt will ich halt mal gern meinen Builder's Wand haben. Und, okay, aber mein Death Point ist da oben. So, wir machen mal den da mal schnell dicht. Ich könnte es mir nur vorstellen, dass das ein bisschen... wenig Steine sind. Ja, und ich habe jetzt halt keinen Bogen. Keinen ultimativen.
Ich muss mir da mal Gedanken machen, mir eventuell einen zweiten zu bauen. Aua! So, das ist halt das Problem, dass mir definitiv die Steine gleich ausgehen. Ja, und ich sehe mein Grab. Ich habe mein Grab gesehen. Das wird nicht lustig, dahin zu kommen. Aber ich habe eine Chance, dahin zu kommen, weil wie gesagt, das Problem ist jetzt halt wirklich, ich muss jetzt immer schnell links rechts bauen, denn da, also den Bereich sozusagen beim Spawner erstmal komplett ignorieren. Ich muss da lang, damit ich dann ja, die so bin ich schon auf Level 4? Aber ich muss das halt, also nochmal, ich muss das halt definitiv ignorieren. Weil ich nehme mal Mehmet. Dass die Creeper auf jeden Fall erstmal runterfallen. Dass mir die erstmal nicht auf den Keks gehen. Ja, und wenn ich dann halt sozusagen so nah dran bin, dass ich dann auf jeden Fall meine Fackeln setzen kann, dann kann ich ja schon mal sozusagen so halb deaktivieren. Oh, ja, das wird jetzt witzig. Ich muss halt nur hoffen, dass ich jetzt nicht dabei drauf gehe. Weil sonst, ja, wird's wieder so eine Geschichte ohne Ende. Ja, und die haben's halt, also das war jetzt halt von denen clever gemacht, finde ich. Ne, die haben mich jetzt sozusagen erstmal. Die haben auch so viel weggesprengt, dass ich jetzt auch nicht gar nicht so schnell das auch aufbauen kann. Ich bräuchte sozusagen eine Fackelgun. Wow, geh weg. Gott, soll ich das machen? Und vor allem, ich habe ja auch. Braucht nur einer spawnen, ne? Unten, der, wo mich runterzieht, bin ich sofort wieder tot. Ich nehme meinen Rapier raus, leg den da rein. Und auch mal 3 Stacks Steine. Das heißt, falls ich doch nochmal drauf gehen sollte, habe ich hier auf jeden Fall ein bisschen Material da. Ha, genau das meine ich. Tschüss. Alter! Ja, da werde ich Spaß haben. Ich hätte jetzt wirklich sau gerne, ich muss mal zu meiner Wall. Lagermauer, danke. Ich hätte jetzt gerne meinen alten Bogen wieder. Ich weiß halt nicht, wo ich meinen Bogen hin verschlammt habe.
So, muss da mal auf jeden Fall völlig pfeifend mein Zeug da machen. Gottes Willen. Also ich kann mal jetzt mal schauen, ob ich hier meinen Bogen habe. Bezweifelt zwar, dass hier mein Bogen rumfliegt. Hab den irgendwo hingeräumt, ich weiß noch nicht mehr wo. Das ist total schlimm. Weil sonst muss ich mir jetzt einen zweiten Crossbow bauen. Weil ich brauche auf jeden Fall eine vernünftige Waffe, weil ich muss gegen die Fernkampf machen. Da sind nur Schallplatten und andere Gasamatul-Sachen drin. Ich hätte hier Vanillabogen, aber gegen die Viecher mit Vanillabogen absolut keine Chance. Bisschen Farbe. So, gehen wir mal in die Werkstatt. Ich war der Meinung, dass wenn ich ihn irgendwo hin habe, da wird schon alles fröhlich vorbereitet für die nächsten Sachen. Ich habe keine Ahnung, wo habe ich diesen verdammten Bogen. Das ist sehr schön, aber ich weiß jetzt gleich, wie ich das lösen werde. Durch den Kameraden da. Und ich sag's noch, ne? Da darf halt kein Angler dabei sein. Schon wurde ich gefischt. Ja, ich will halt wirklich gern wissen, wo ich meinen Bogen hin hab. Falls das noch einer weiß, wo ich den mal hingeflammt hab, ne? Schreibt's mir mal in die Kommentare. Jo. So. Dann werde ich das jetzt mal mit ihm klären. Wir sind sowieso gerade bei 40 Minuten. Das heißt, wir werden gleich unseren Spaß haben zu zweit. Und das über den Chat. Das wird noch witziger. Ja. Ja, ja. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wie ich hoffentlich meine Sachen kriege. Oder ist 202 rum? So, dann. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Wer den Kanal noch nicht abonniert hat, wäre ich auch stolz auf ein Abo von euch. Dann verpasst ihr auch keine weiteren Videos. Und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.